spricht Sergeant Sendix. Wir befinden uns mitten im Krieg und müssen diesen gewinnen. Habt ihr verstanden? Ei, ei, Sergeant. Ei, ei, Sergeant. Was hab ich da gehört? Ei, ei, Sergeant. Das klingt doch schon besser. Denn heute bauen wir unsere eigene Militärbase und battlen uns gegen andere Spieler im Krieg. Dafür brauchen wir aber die beste Ausrüstung wie Waffen, Soldaten und natürlich Panzer oder Kampfjets. Und nur so können wir am Ende gewinnen. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen im Military Tycoon. Und hier spricht Sergeant Sentix. Oh ja, alle meine Position. Wir befinden uns nämlich hier mitten im Fight. Und unser Ziel wird es sein, die beste Militärbase zu bauen. Hier ist schon unser allererster Daily Operation. Ich verstehe schon. Okay, würde ich sagen, an die Arbeit mit dir. Wir haben hier viel zu tun. Wir haben hier, spinnen können wir hier. Wir können hier einen Free-Spin machen. Okay, was werden wir bekommen? Trommelwirbel. Din, din und din. Und den, und den, nein, 5 Diamanten. Ey, hätte das nicht irgendwo anders stehen bleiben können? Stell dir mal vor, wir hätten einen Jet bekommen oder so. Okay, nach 4 Stunden. Aha, chillig. Können wir wieder drehen. Aber ich würde sagen, wir fangen sofort an und... Okay, in Position. Zeig, was du drauf hast. Was war das denn? Ach, das kann ja nur was werden. Was geht denn bitte hier ab? Also noch haben wir noch richtige Noob-Soldaten am Start. Ja, vielleicht ist der schon besser. Komm her, ich mach dich Platz. Hey, nicht auf mich schießen. Ich bin hier der Sergeant, verdammt nochmal. Ach, das kann ja wohl nicht sein. Das sind ja die krassen Noob-Soldaten. Aber wir können uns hier doppeltes Geld freischalten. Ich glaube, das machen wir auch. So verdienen wir hier noch schneller hier Geld, unsere Military-Tycoon. Um somit natürlich auf das maximale Level hier, zack, zu upgraden. Wir können sogar Super-Soldaten freischalten. Und dann kaufen wir uns aber als erstes hier natürlich Wände, dass hier unsere Feinde, die Eindringlinge, nicht so einfach hier einbrechen können. Wie viel kostet denn eigentlich der Jet? Ah, wir müssen dafür Missionen machen. Und hier können wir uns sogar für 2,5 Millionen Geld Tactical Nuke kaufen. Boah, also wir haben auf jeden Fall jede Menge krasse Angriffsmöglichkeiten. Okay, um die kümmern wir uns auch. Ansonsten können wir uns hier... Was? Verschiedene Fahrzeuge. Es gibt einen Panzer hier. Wie viel kostet der ganze Spaß denn? Jo, alles klar, ganz schön teuer. Okay, hier sind kleinere Autos. Ich glaube, die können wir erstmal freischalten. Oder so ein bisschen andere, so ein bisschen kleinere Panzer. Okay, oder so ein kleiner Truck. Buildables gibt es sogar auch. Okay, noch mehr Panzer. Junge, Junge, Junge. Also, Freunde, ihr seht es. 5000, das wird ja ultra, ultra teuer. Ihr seht es, wir haben einiges zu tun. Sogar Schiffe und sowas. Okay, natürlich fürs Meer, fürs Land und für die Luft haben wir doch hier einige Jets am Start. Okay, okay, okay. Dass wir natürlich überall gewappnet sind vor Angriffen. Aber dann wollen wir mal hier alles weiter upgraden hier. So, da haben wir wieder einige Soldaten. So, alle mal in Position. Sehr, sehr gut, meine Männer. Beleuchtung, Treppe, Wände. Haben wir jetzt alles am Start. Okay, die zweite Etage machen wir gleich. Aber wo sind jetzt die Waffen, Freunde? Und aha, da haben wir erstmal schon mal eine Rüstung. Wir ziehen das Ganze an. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Und, okay, ich glaube, mein Bäuchlein ist ein bisschen zu dick geworden. Mit dem Bauch passen wir nicht mehr in die Rüstung rein. Naja, dann als nächstes, aha, haben wir eine Karte. Okay, ich würde sagen, wir greifen hier an. Wir versammeln uns hier. Dann übernehmen wir über die Straße, gehen in die Mitte und buh, ha, gewinnen den Kampf. Das ist die Taktik. Habt ihr alles soweit verstanden? Ich will's hoffen. Und ich glaube, hier ist, was könnte das hier für ein Bereich sein? Aha, jetzt wird's doch interessant, Freunde. Eine Glock haben wir hier. Zack. Dann haben wir hier noch einen Skin hier. Let's go. Eine Uzi, eine MP5 und eine Shotgun haben wir noch. Tschüss. Ja, sehr, sehr krass. Und damit, wir haben sogar ein Knife hier. Können wir doch schon mal in den Angriff gleich gehen und mal schauen. Denn, Freunde, ihr seht es, wir sind oben rechts. Wir sind Deutschland. Wir haben hier, Albanien noch. Frankreich und was ist das hier? Irland oder, ich glaube, das ist Irland, müsste das sein. Und gegen die anderen Nationen müssen wir natürlich probieren zu gewinnen. So, Granate. Okay, da würde ich sagen, kurzer Granatencheck. Achtung, Leute. Achtung. Rettet sich noch. Oh. Okay, das war laut. Damit habe ich jetzt selber nicht gerechnet. Aber okay, das ist gut. Laut ist gleich gut. Ich glaube, dann wird sie auch sehr, sehr krass Damage machen. So, ab geht es. Etage Nummer 2. Auch hier können wir uns hier einige Arbeiter, ein paar Soldaten freischalten. Wir können sogar einen Clan erstellen. Was? Jo,
Läufer der Sentex-Clan und den machen wir mit so einem Panzersymbol. Zack, erstell das Ganze. Wow, mein Name wird nicht erlaubt. Böser Clan, das klingt doch gut und alles klar. Können wir nicht benutzen, dann ist halt der Bose-Clan. Ey, jetzt reicht's doch mal langsam. Ah, jetzt hat's funktioniert und yo, unser Clan ist einfach... Oh, was anderes hat nicht funktioniert, ey. Okay, wir sind der Anführer, hier ist Sentex Robot. Wir können probieren, ihn einzuladen. Dann können wir so eine Allianz binden oder irgendwie sowas. Der American Speaker. Vor allem, er ist American und ist dann in Irland drin. In Team Irland. Und wir können sogar einen Kampf machen. Gegen Ratatouille. Und ich habe eine Kampfanfrage gesetzt. Und was? Wir befinden uns im Krieg. Ich glaube, Leute, ich nehme es doch zurück. Frieden. Ich habe noch gar nichts. Ich habe noch gar nichts. Rückzug, Männer. Leute, ich habe ein kleines Problem. Schlechte Nachricht. Wir haben einen Krieg angefangen. Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein. Was haben wir getan? Leute, es war nur ein Spaß. Oh mein Gott. Nein, Freunde. Wir rennen. Wir haben gar nichts. Wir haben nichts am Start. Okay, wir haben eine Granate. Das war eine Granate. Oh mein Gott. Was? Wir haben keine Chance. Schnell. Wir haben jetzt ein großes Problem. Wir ziehen uns hier. Erstmal so ein bisschen Camouflage an. Und das wäre also einen Schutzpanzer hier. Plus 20 HP bekommen wir dadurch. Zack. Den können wir uns auch noch anziehen. Let's go. Ich weiß nicht, ob wir damit gewinnen hier können. Oder ob wir ansatzweise eine Chance haben. Yo, ich glaube, den Krieg anzufangen. Sind sie noch da? War nicht die beste Idee. Warte mal, was? Wir haben einen Bunker hier unten? Was geht denn da? Yo, wir haben einfach einen Bunker. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Nicht schlecht. Dann schnell, lass uns doch alles Mögliche hier freischalten. Und dann würde ich sagen, geht es gleich aber mal richtig in den Angriff. Meine Waffen haben wir. Wir haben eine relativ gute Ausrüstung. Und wir haben die Deutschlandflagge hier, die einfach in der Luft schwebt. Dann können wir uns, was ist das Ganze hier? Noch den nächsten Bereich freischalten, wo wir dann uns die Jets freischalten können. Aber so viel Geld haben wir leider noch nicht. Hier, wir können uns das Auto kaufen. Oder so. Wir müssen das aber zusammenbauen. Nur das erste Teil hat 5000 kostet. Oh, nein. Wir werden angegriffen. Oh mein Gott. Die haben einfach schon einen Jet am Start. Schnell. Wir schießen auf den Jet. Hey, komm doch her. Boom. Machen gut Damage. Was geht ab? Alles klar, Leute. Ich nehme es dort zurück. Na super. Boah, wir können das auch Ganze nicht mehr zurückziehen, dass wir im Kampf sind. Jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir was. Alter, was ist das denn jetzt hier für eine Rakete? Was geht denn da ab? Armed Airplane. Und die können wir uns mit Rebirth freischalten. Die besseren Upgrades. Freunde, wir brauchen irgendwas, womit wir fahren können. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Hier einige neue Fahrzeuge, die wir uns hier freischalten können. Mal schauen, ob wir uns davon irgendetwas leisten können. Wie viel wird denn hier dieses kleine Fahrzeug kosten? Der ATV 399 Robux kommt. Dann würde ich sagen, komm, ab geht's. Anders haben wir sonst keine Chance. Brauchen irgendein, zack, Fortbewegungsmittel. Und da würde ich sagen, ab geht es. Ab geht es in den Angriff, Freunde. Okay, das Ganze ist echt ein bisschen schwer zu steuern, muss sagen. Das ist sehr, sehr... Nein! Wieso ist denn hier einfach ein See mittendrin? Help me, I'm under the water. Please help me. Da machen wir das Ganze zu Fuß und probieren in eine Militärbase einzudringen. Oh mein Gott, ihr seht es. Das Ganze ist sogar bewacht mit Soldaten und sowas. Und Attacke! Okay, wir bekommen zu viel Damage. Was? Die Base ist ja komplett geschützt. Ihr seht es mit Soldaten. Und Achtung, Granate fliegt. Komm schon, explodiert. Bäm, wow. Wir haben nichts getroffen. Angriff in die Base. Oh nein. Aber Freunde, schnell, komm, lass uns nochmal einen Spin kaufen. Vielleicht bekommen wir irgendwas krasses raus. Ich will's hoffen. Ich hoffe jetzt nicht irgendwie Diamonds oder so. Vielleicht irgendein Panzer wäre krass, oder? Bleib stehen. Nein. Na super. Hat sich ja super gelohnt. Aber da sind wir der City. Wir werden angegriffen. Komm schon, jawohl. Wir haben ihn erledigt. Zack. Wir werfen eine Granate. Granate, flieg, Achtung. Wir haben gut Damage gemacht. Zack. Let's go, wir schießen drauf. Da drüben ist auch noch einer. Von jeden Seiten werden wir angegriffen. Okay, bam. Und der letzte wird auch natürlich bam. Wir haben besiegt. Da haben wir sie. Wir haben die Mitte jetzt eingenommen und jeden Gegner besiegt. Tja, so einfach geht das Ganze. Wir haben ja sogar einen riesengroßen Hafen. Aber ich glaube, das war jetzt hier genug Action für uns. Ich würde sagen, gluck. Ich ertrinke. Hilfe. Wir kriegen eine Luft unter Wasser. Please help me. I am under the water. Da sind wir aber wieder wie zu Hause. Hier fühle ich mich
mich wohl. Und wir schalten jetzt natürlich hier die nächsten Upgrades und die nächsten Waffen frei. Okay, wir haben eine Deagle hier. Zack. Eine AK-47. Eine Vector. Dann haben wir hier eine G36C. Alles klar, Gesundheit. Und P90 hier. Und natürlich noch hier. Ist das nächste Knife quasi. Oder? Zack. Schaut euch das Ganze an. Ich glaube, das können wir wahrscheinlich nicht benutzen, oder? Im Angriff. Also wird auf jeden Fall ganz schön schwierig, in den Nahkampf zu gehen. Aber, so, dann stacken wir es natürlich auch hier. Zack, die nächsten Waffen hier. Und ich glaube, jetzt sollten wir schon mal sehr, sehr krass equipped sein. Lass das Ganze mal austesten hier. Und... Jo. Nicht schlecht, muss ich sagen. Damit können wir auf jeden Fall gleich in die krassesten Angriffe gehen. Und dann mal hier ein paar Leute erledigen, hoffe ich. Okay, hier gibt es noch Rüstung. Es gibt hier die krasse, schusssichere Rüstung hier. Welches ist der beste? Ich würde sagen, in den hier. So ein Camouflage-Skin. Und er gibt uns plus 40 Heilung. Ah, für unseren Kopf natürlich. Sehr, sehr wichtig. Und hier draußen scheint uns ein bisschen Beleuchtung frei. Und so sieht bis jetzt hier unsere Militärbase aus. Wir haben hier noch eine Etage und dort drüben. Ich glaube, das wird quasi... was geht denn hier ab? Werden wir angegriffen? Da hinten ist der Fight. Da hinten ist unser Fight, gegen den wir den Kampf gestartet haben. Ich hoffe, er wird uns hier erstmal nichts antun. Ich glaube, er kommt. Er ist direkt über uns. Da fliegt er nie mit seinem Jet. Vielleicht ist er auch nur friedlich. Und fliegt einfach in den Urlaub. Hey, wir haben zwar einen Krieg, aber viel Spaß im Urlaub. Ich wünsche dir viel Spaß, ne? Und, er dreht wieder um. Naja, in der Zeit, wo wir nicht angegriffen werden, können wir aber hier weiter unseren Tycoon weiterbauen, würde ich sagen. Dann lass uns mal hier um unsere Garage kümmern, wo wir unsere eigenen Fahrzeuge herstellen können. Aber die sind wirklich alle so, so ultra teuer, die ganzen Panzer und so. Wir müssen quasi jedes Einzelteil, von den Reifen bis hin zu den Geschossen, alles einzeln upgraden. Das Ganze wird auf jeden Fall teuer. Aber ein Fahrzeug werden wir auf jeden Fall uns schnappen und auf die maximale Stufe upgraden, damit wir natürlich so das allerbeste Fahrzeug haben und somit jeden besiegen können. Also das ist zumindest der Plan. Wir haben sogar einen Helikopter, die können wir uns alles hier mit Rios und sowas freischalten. Hier, Helikopter-Spawn oder Hubschrauber-Spawnen. Alles mit Rebirths, aber ich glaube, dann sollten wir jetzt auch hiermit fertig sein mit unserer eigenen Garage. Was haben wir hier? Einen Angriff-Husky oder sowas können wir uns auch freischalten. Aber ich glaube, hier draußen gibt es noch was. Hier draußen gibt es noch ein paar Platten. Wir können sogar rennen. Das fällt mir ja früher. Zack, zack, zack. Und was kommt denn hier? Ich glaube, hier kommen dann solche Geschütztürme hin. Ich meine, wir sind ja in eine gegnerische Militärbase eingedrungen. Und da gab es ja auch so Soldaten und sowas, die mich angegriffen haben. Ich schätze mal, hier soll es dann auch irgendwo Soldaten geben oder sowas, die dann hier unseren Tycoon und unsere Base hier beschützen. Also, ich will es auf jeden Fall hoffen. Weil, Freunde, alleine habe ich natürlich keine Chance. Egal, wie stark ich bin, ob ich die besten Panzer habe, die besten Jets, alleine werde ich keine Chance haben, wenn mich hier tausende Soldaten angreifen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch eine krasse Armee. Und ich glaube, da haben wir schon mal... Warte mal, ist es Licht einfach? Ich dachte, es sind irgendwelche Geschütze oder so. Also, ich glaube, hier haben wir ein Geschütz, oder? Jo, ich glaube... Oh mein Gott, wir haben einfach einen Rocket Launcher. Einfach einen Rocket Launcher. Warte mal, treffen wir in der Luft? Treffen wir in der Luft? Wir schießen einfach mal irgendwo hin. Angriff, Angriff. Kommt doch her, kommt doch her. Und bam, da schießen wir. Da sind sie geladen. Aber ich glaube, mit denen sollte ich erstmal keinen Stress anfangen. Noch haben wir keine Chance. Aber auch nur noch. Mit wem haben wir denn gerade im Kampf? Und gegen Ratatouille. Cooler Clanname, Ratatouille. Da würde ich sagen, Freunde, wir können mal probieren. 2,5 Millionen oder für 99 Robux können wir jetzt mal auf, wer ist das Ganze denn? Ich glaube, das sollte der Kollege sein. Und da würde ich sagen, wir werden jetzt einen Nuke auf seine Militärbase starten. Was? Was? Warte mal, er hat auch einen Nuke gestartet? Oh mein Gott, okay, Freunde, vergiss das. Was? Er hat genau, als ich einen Nuke starten wollte. Alter, was ist das für ein Geräusch? Und, oh mein Gott, Freunde, sie landet. Was passiert jetzt? Was zum Teufel passiert jetzt? Da ist sie! Oh mein Gott, da war sie, Nuke! Habt ihr das gesehen? Sie ist explodiert gerade, aber in unserem Bunker haben wir, glaube ich, überlebt oder irgendwie sowas. Es gibt hier sogar, hier können wir uns auch noch einen Nuke kaufen für 2,5 Millionen. Können wir jetzt wieder nach oben oder ist die Nuke quasi immer noch da? Ich glaube, wir probieren mal ganz vorsichtig da oben zu gehen. Boah, war das laut, ey. Ich glaube, okay, eine Nuke müssen wir jetzt nicht mehr kaufen. Jetzt wissen wir, wie der Nuke aussah. Aber ich glaube, er hatte so eine richtige Nuke gezündet und wir wollten ja eigentlich so eine taktische Nuke-Lounge zünden. Ich glaube, der Nuke, die hat den ganzen Server angegriffen und er greift quasi... Oh mein Gott, wo haben wir das Ganze denn? Da haben wir sie. Er greift eine Militärbase und Achtung, da sind wir Freunde von Deutschland. Oh mein Gott, oh, da fliegt sie, da fliegt sie. Und wir werden jetzt einen Tycoon damit angreifen. Und da fliegt sie rüber. Jo, wie schnell landet sie? Wie schnell landet sie? Sie greift ihr Tycoon an direkt und bäh.
Jo, freundliche Grüße, das war ich. Dann lass uns mal hier weitermachen und unsere Base hier komplett fertig upgraden. Okay, hier gibt es noch jede Menge neue Waffen. Was? Wir haben jetzt schon wieder kein Geld mehr. Boah, das wird ja ultra teuer alles hier. Naja, für Wände reicht's aber. Wir haben hier sogar draußen einen Bereich. Hier, okay, ein U-Boot, ein Kriegsschiff, 6 Rebirths. Was? Okay, das wird ja ultra lange dauern, bis wir alles freischalten. Jets hier und sowas. Also es gibt auf jeden Fall Fahrzeuge. Gibt es hier genug freizuschalten? Aber halt mit Rebirths das Problem. Wir mal schauen, was unser erstes Fahrzeug ist. Aber wir können sie auch ein paar Fahrzeuge freischalten, aber die kosten ultra viel Geld. Aber kein Problem, macht euch darum keine Sorgen. Das werden wir alles früher oder später nochmal hinbekommen. Und, stimmt, das habe ich noch gar nicht gehabt. Hier so eine kleine Festung hier rum, unsere Base. Und ein paar Arbeiter. So, meine Soldaten, schießt weiter hier drauf, zack. Aber genug Zeit zum Bauen. Es ist Zeit für Action. Freunde, wir sind jetzt hier in die Militärbase gefahren. Können wir vielleicht... Oh, irgendwie, jawohl, wir sind eingebrochen. Wir sind eingebrochen. Okay, okay, wir halten die Waffen bereit. Wir sind eine fremde Militärbase eingebrochen. Das Problem ist, wo ist er? Wo ist die Person? Er ist auf jeden Fall relativ weit. Weiß nicht mehr, ob der die Base hier komplett fertig gebaut hat. Und wir haben uns jetzt hier versteckt. Komm und zeig dich. Ha, wo könnte hier wohl wer sein? Die Base scheint leer zu sein. Wir müssen weitersuchen. Wir müssen weitersuchen. Hier ist wer. Hier ist wer, Freunde, oder? Es ist ein Soldat. Oh mein Gott, okay, es ist ein Soldat. Alles klar, es ist ein Soldat, welcher die Militärbase hier beschützt oder sowas. Wir müssen aber Spieler suchen. Wo könnten hier irgendwelche Spieler sein oder sowas? Jo, ich glaube, wir haben einen gefunden. Attacke! Oh, das ist ein NPC. Ja, moin, Leash. Hey. Sorry, also ja, wir hatten vielleicht ein paar Startschwierigkeiten, aber können wir uns immer noch kennenlernen? Yeah. Oh Gott, das war einfach ein NPC. Alles klar, der Blueprint versteckt sich hier drüben. Aha. Das sind wahrscheinlich die Missionen, die wir machen müssen, um diesen Jet zu bekommen. Aber den Jet will ich gar nicht. Ich will nur ein bisschen Action und... Oh, da ist Loot Drop, glaube ich. Okay, ich glaube, da könnte ein bisschen was an Action abgehen, glaube ich. Oh, Junge, das Ding ist ja aber echt ein bisschen schwierig zum Steuern, muss ich sagen. Da sind wir. Oh nein, was? Hier sind noch andere. Hier sind Soldaten. Der Loot Drop wird beschützt. Oh, ein Schuss und direkt nachladen. Leute, Ladepause. Oh mein Gott, die sind ultra stark. Okay, wir holen uns um 94. Bam. Und dann sprayen wir rein. Zack. Okay, let's go. Zack, bevor andere Spieler kommen. Wir müssen probieren, den Loot Drop zu bekommen. Ab geht es. Alles wird übernommen von uns. Bam. Oh. Wir haben nicht mehr viel Leben. Oh. Komm schon. Voller Zack. Und wir haben es geschafft. 25 Sekunden noch. Senex Roblox. Ja, let's go. Das ist hier unser Loot Drop, den wir jetzt hier eingenommen haben. Wir müssen aber aufpassen. Es könnte jeden Moment hier irgendwie anders kommen oder sowas. Warte mal, ist das eine Bombe? Ich glaube, ist das eine Bombe, die explodiert? Ich dachte, das wäre die Loot Drop oder so. 3, 2, 1 und let's go. Yo, wir bekommen Geld. 100.000. Oh mein Gott, 300.000 Cash und 15 Diamanten. Let's go. Haben sich im Loot Drop befindet. Okay, das hat sich gelohnt. Der Kampf hat sich gelohnt gegen die anderen Soldaten. Was ist das denn hier? Und ein Harnisch. Wir haben Rüstung gefunden. Aber Freunde, ich würde sagen, jetzt probieren wir mal in eine gegnerische Base einzudringen. Am Anfang haben wir noch keine Chance gehabt. Aber mittlerweile, jo, Nachladepause, Kollege. Beide, bam. Können wir es schaffen, ja, das Ganze zu übernehmen. Bam. Wir schießen hier rein mit unseren Waffen. Wir haben wirklich die besten Waffen mittlerweile. Zack, okay. Da haben wir den nächsten Link schnell nachladen. Aber es sind so viele. Oh mein Gott, es sind so viele. Wir müssen uns mit allen gleichzeitig hier, bam, aufnehmen. Es sind so ultra viele Soldaten. Hier, Rückzug. Schnell. Die Militärbase hier. Wow, beschützt, okay. Wir sind gerade entkommen. Wow, ist das spannend. Schnell an allen vorbei. Und, oh, ist hier ein Flugzeug? Ich höre irgendwo ein Flugzeug. Und, oh, moin, na? Nein! Was macht der denn da? Können wir es wiederbeleben? Okay, wir können es wiederbeleben, aber alles gut. Ich würde sagen, wir müssen eh unsere Base weiterbauen, damit wir noch stärker werden hier. Zack, wir haben mittlerweile fast 1 Million Cash haben wir am Start. Und damit probieren wir jetzt auch noch hier den restlichen Tycoon hier hoffentlich bis zum Ende zu upgraden. Ich glaube, das war eh die allerletzte Etage noch, die wir noch freischalten müssen. So, an allen Soldaten vorbei. So, Sergeant Sentex ist wieder back im Haus. Macht euch keine Sorgen. Plus 50 HP. Das ist jetzt unsere, beste Rüstung. Alter, hier sind wir, glaube ich, vor alles gesichert. Hier, was ist hier? Spec Ops oder sowas? Okay, einfach alles anziehen. Junge, ich schwitze hier drunter. Aber naja, Hauptsache, wir sind hier gut gesichert. Wir haben sogar einen Zack Katana am Start. Let's go. Oh, was ist das hier? Steuerung. Okay, können wir jetzt so eine Drohne steuern oder sowas? Ja, tatsächlich, Freunde. Lass das Ganze mal ausprobieren. Guck mal, wir können jetzt hier eine Drohne spawnen. So, wie fliegen wir das mit dem ganzen Ding? Ah, so fliegen wir nach oben. Okay, die Drohne fliegt. Sammeln Informationen auf unsere Feinde. Da drüben haben wir eine Militärbase. Mal schauen, ob da irgendwer drin ist oder so. Die Drohne fliegt und bewacht alles über die Militärbase. Warte mal, greift ihr unsere Drohne an oder können wir einfach jetzt chillen? Jo, Leute, ich bin eine gegnerische Drohne, ne? Willst du mich angreifen?
Der interessiert sich gar nicht dafür. Naja, aber ich glaube, hier in der Base ist, glaube ich, keiner. Außer die Soldaten. Schaut euch das Ganze an. Hier oben ist ein Soldat. Hier ist einer. Dort ist einer. So, so viele. Oh mein Gott, guck mal, das ist der Jet. Wir können den Jet einfach beobachten. Hey, Jet, na, was geht ab? Wow, wow, wow. Alter, wo ist der geflogen? Er ist gecrashed. Schaut euch das Ganze an. Wir beobachten sie jetzt einfach. Oh, mit der Drohne. Und sie sehen mich nicht. Oh, haben sie mich gesehen? Freunde, wir sind hier. Ey, na, ich bin eine kleine Drohne. Was geht ab, Kollege? Na, ich hab dich. Ne, versteck dich nicht. Guck, ich tu dir nichts. Wir können ihn eh nicht angreifen. Oh mein Gott. Ach, das ist auch ein Gegner. Ich dachte, dem gehört die Base. Er dringt ja auch rein. Er dringt ja einfach rein. Oh mein Gott. Okay, jetzt gibt's Kampf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, Kollege, du hast ein kleines Problem da. Ach, er dringt auch in die Base ein. Voll, sind beides Eindringlinge. Okay, werden sie es schaffen. Junge, hol euch eine Packung Popcorn und dann kann es hier losgehen mit dem Kampf. Das ist ja noch cooler hier. Jo, na, was geht ab? Ich habe alles aufgenommen, dass ihr hier die Base, ey, gestürmt hat. Und die so, hallo, oder? Soll ich mal ein bisschen streicheln? Die greifen mich aber auch nicht an. Guck mal, wie ich die ärgere hier die ganze Zeit. Alter Schwede, ist das lustig. Ey, krieg mich nicht. Tschüss. Ich bin, oh Gott, oh nein. Oh nein, oh nein. Was? Nein, unsere Batterie ist leider wieder leer. Können wir das Ganze aufladen? Ja, natürlich mit Robux. Wieso frage ich auch? Was gab's denn eigentlich noch? Ah, okay, Abklingzeit, 180 Sekunden. Naja, dann schalten wir uns auch hier noch den restlichen Tycoon frei. Ich glaube, wir sind fertig. Wir sind jetzt hier mit unserer Base innen drin fertig. Dann gibt es doch draußen noch einen Bereich hier. Ich glaube, hier, genau, das war der Helikopterlandeplatz oder irgendwie sowas. Dann schalten wir uns so, zack, springen wir runter. Auch hier noch die restlichen Wände und Soldaten frei. Und ich will auf jeden Fall mal auch Soldaten haben. Ich weiß gar nicht, wo man die bekommt oder so, weil wir können hier genau links, ihr seht es. Ah, kaufe Trainingskarten beim Sergeant. Warte, ich dachte, ich bin der Sergeant. Ich dachte, ich bin der Sergeant, verdammt nochmal. Okay, und hier können wir uns noch ein paar Fahrzeuge freischalten. So, dann kaufen wir uns hier alles Mögliche. Let's go. Auch hier die nächsten Arbeitertürme und sowas. Ich meine, wir haben eh genug Geld am Start. Das sollte hoffentlich jetzt hier nicht das Problem sein. Und ich glaube, dann, ah, unsere Bunker müssen wir auch noch freischalten. Ne? Baracke. Ah, da haben wir sie. Okay, wir haben eine seltene Trainingskarte und eine Legendary. Okay, Legendary kostet Robux. Da würde ich sagen, öffnen wir eine seltene. 25 Juwelen. Okay, uns fehlen noch 5 Juwelen. Können wir Juwelen kaufen? Lass uns mal hier so 10 Diamanten kaufen. Ich glaube, das lohnt sich doch, Katsching, dass wir uns unsere erste eigene Trainingskarte kaufen. Oh, was werden wir bekommen? Das ist ja so ein richtiges Pack, was wir öffnen. Okay, okay. Und wir bekommen... was werden wir wohl rausbekommen aus der Karte? Hä? Wir werden es nicht erfahren? Das ist selten, episch und legendäre. Warte. Was haben wir jetzt bekommen? Und wir haben Level 1. Alles klar. Dann würde ich sagen, zack. Du bist jetzt in meinem Team hier. Müssen wir den aber erstmal ausbilden oder wie kommt es, dass er uns jetzt hier quasi folgt als Soldat? Das weiß ich noch nicht, aber dann schalten wir uns natürlich auch hier, das Gebäude fallen. Boah, 5 Dollar pro Sekunde bekommen wir hier durch den Soldaten. Ah, okay, so zack, dann haben wir ihn hier. Es gibt hier sogar Soldat 3, okay. Hier sind quasi alle Soldaten, die wir theoretisch aus den Karten ziehen könnten. Bis jetzt haben wir sie hier. Warte mal, Isa hieß sie. Ja, genau, Isa. Ah, da haben wir sie. Kommen Sie einmal mit, Isa. Ja. Sie, wir sind ab heute ein starkes Team zusammen. Und dann geht es jetzt noch mal ab in den Bunker. Ich glaube, hier können wir uns auch noch einiges freischalten. Zack, oh, das wird ja ein riesengroßer Bunker. Ein Tresorraum gibt es hier auch noch. Boah, das wird ja riesengroß hier. Was ist das hier? Ah, hier werden Juwelen hergestellt. Die Diamanten können wir kaufen. Das ist die Diamantuhr. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier können wir uns noch ein paar Tresore kaufen. Zack, Speicher erhöhen. Let's go. Schädelrüstung. Hier für alles können wir hier nur mit Juwelen freischalten. Da haben wir aber noch genug Juwelen. Isa, hast du noch ein paar Juwelen für mich? Komm schon. Gönn mir mal ein bisschen. Aber ich glaube, sie hat auch nichts. Aber was wir haben, ist Geld. Geld haben wir, ja, was heißt genug? Ich meine, das Ganze ist schon, boah, 100.000 Dollar, richtig teuer. Aber hier ist alles krass geschützt mit Lasern. Das ist wirklich ultra sicher, dass hier so einfach hier keiner in unsere Militärbase eindringen kann. Die nächste Besitzertür, zack, wird gegönnt. Dann haben wir einen diplomatischen Raum. Ah, hier macht man so Verhandlungen und sowas. Okay, wir wurden angegriffen. Ich glaube, wir sollten zurück angreifen, Chef. Nein, wie wäre es mit Frieden? Habe ich da etwa Frieden gehört? Frieden ist keine Option. Ach, schade. Naja, dann müssen wir sie vielleicht alle erledigen. Das klingt doch schon besser. Und jetzt hol mir mein Popcorn, verdammt nochmal.
Ja, so stelle ich mir auf jeden Fall die Gespräche hier vor, wie sie alles planen soll. Das bedeutet, mit dem Raum sind wir jetzt auf jeden Fall auch fertig. Genau, der Juwel wird noch hergestellt. Und das war's jetzt hier mit unserem Bunker hier. Let's go. Und ich glaube, hier hinten gibt es noch was. Okay, das haben wir natürlich vergessen. Das wird wahrscheinlich so der nächste Geschützturm, oder? Oder ein Gate. Ah, genau, das wird hier, der Wachturm. Damit sie natürlich hier die Wachen hier alles bewachen können. Das macht auf jeden Fall Sinn. Isa, kommst du hoch? Ah, du kannst keine Leiter hochklettern. Ich verstehe schon. Ich komme nach unten. Alles gut. Hier gibt es eh nichts mehr zu kaufen. Hier gibt es noch was. Eine Flagge. Yeah, die Deutschlandflagge. Ein Geschützturm. Darf natürlich auch nicht fehlen. Das war dieser Rocket Launcher, den wir jetzt hier quasi... Achtung, Isa, Ohren zuhalten. Ah, nee, okay, das ist jetzt ein Maschinengewehr. Let's go. Falls wir angegriffen werden. Ah, da bist du ja. Dass wir uns verteidigen können. Und ab geht es. Und wow, sie springen uns einfach hinterher. Freunde, meine Armee und ich sind ready. Ihr seht es, wir haben mittlerweile 3 Soldaten in unserem Team. Und jetzt würde ich sagen, geht es richtig ab in unserer Militärbase. Wir haben auch 15 Millionen oder 17 Millionen Cash am Start. Und damit gehen wir in unsere Base rein und kaufen uns unseren ersten eigenen Panzer. Okay, was können wir uns bauen? Es gibt hier ein paar Buggies. Okay, die sind ein bisschen langweilig. Ich will irgendwas krasses. Ja, der sieht heftig aus. Der sieht auch krass aus. Oh, okay, ich glaube, wir gönnen uns... Ja, der Panzer wird ein bisschen zu billig. Wir gönnen uns den hier, okay? Wir gönnen uns den Tiger Tank und kaufen uns jetzt hier alles frei. Zack, Spuren, bam, bam. Und oh mein Gott, wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen, Freunde. Schnell, raus, raus geht es. Komm mit, meine Soldaten. Da drüben, greift sie an und... Wow, wir haben sie besiegt. Sie ist einfach mit nix hier eingedrungen in unsere Base. Legt euch nicht mit uns an. Wir haben jetzt mittlerweile hier die sicherste Base am Start. Und zack, zack und let's go. Und Spanien. Wir spawnen uns. Oh mein Gott, unseren ersten eigenen Panzer. Und damit gehen wir jetzt in richtig krasse Battles. Okay, da hinten ist Brasilien. Interessant am Start. Da würde ich sagen, ab geht es. Los, los, los. Ich frage mich, ob meine Soldaten jetzt hier mitkommen. Ich glaube aber nicht. Aber wir fahren jetzt hier mit unserem eigenen Panzer. Ab geht es hier in den Kampf gegen die anderen Nationen. Oh, da ist der, da ist der. Und bam, wir schießen drauf mit unserem Panzer. Und er rennt direkt weg. Warte, wir können sein Fahrzeug zerstören. Wir können sein Fahrzeug zerstören hier mit dem Panzer. Da oben ist er, Freunde. Schnell, wir laden nach. Voller Attacke auf ihn. Let's go. Er hat kein Leben mehr. Wir haben ihn besiegt, oder? Ah, der ist unten. Er ist unten. Okay, komm hoch. Oder wir schießen hier auf dein Auto. Ne, wir zerstören jetzt dein Auto hier. Bam, bam, bam. Da oben ist er. Komm schon. Und ja, wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn komplett zerstört. Er hatte gar keine Chance gehabt hier gegen unser Panzer. Und auf sein Auto. Boom. Boah, wir komplett in 1000 Einzelteile zerfetzt. Ja, und ich würde sagen, wir fahren mit unserem Panzer. Oh, Panzer weiter. Jetzt hier bloß nicht ins Wasser fallen. Oh mein Gott, schaut euch mal diese Base an. Das hier ist die sicherste Base. Und ich würde sagen, wir probieren mit dem Panzer hier einzudringen in ein gegnerisches. Oh mein Gott, Militärbase. Alter Schwede. Oh mein Gott, wir kriegen zu viel Damage. Unser Panzer macht richtig viel Damage. Und los ist los. Volle Attacke. Wir schießen aber drauf und fahren jetzt hier einfach rein. Okay, ich würde sagen, bevor unser Panzer explodiert, fahren wir mal hier in die Ecke. Hier ganz schnell. Zack. Das ist ein Überfall. Und schnell, wir steigen raus. Los, meine Soldaten. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir haben alles besprochen. Angriff, Freunde. Let's go. Auf die Gegner. Bam, bam, bam. Wir übernehmen jetzt hier die Militärbase. Let's go. Oh mein Gott, was geht hier? Ein krasser Fight hier gegen die anderen Armee-Leute hier. Zack. Bam, okay, wir haben die auch besiegt. Komm schon. Und let's go. Okay, Nachladepause. Jo. Wir alle gleichzeitig am Nachladen waren. Okay, der ist aber hier in die Base eingedrungen. Hier drüben ist noch einer. Schießt drauf. Und wir snipen ihn ab. Und Achtung. Granate. Und boom. Oh, wir haben sie daneben geworfen. Okay, wir haben sogar noch ein Schild. Das bedeutet, wir können jetzt einfach so hier sie überfallen. Und jetzt vom Namen. Bam. Headshot. Ja, können wir sie jetzt erledigen. Und so, da ist er. Gegner in Sicht. Jo, ich glaube, das kannst du dir sparen. Haben wir jetzt alle besiegt? Da oben ist einer. Der checkt noch gar nichts. Er geht da so ganz entspannt entlang. Aber auch er wird besiegt hier, Freunde. Ein Kinderspiel. So, kurze Nachladepause. Und jetzt geht es richtig ab. Bam. Und da haben wir es geschafft. Wir haben jetzt die komplette Militärbase hier einfach eingenommen hier. Und das gehört jetzt hier
für uns. Yeah. Wow, da ist ein Jet abgestürzt. In der Mitte geht es richtig ab. In der Mitte geht es richtig ab. Das Problem ist, unser Panzer hat nicht mehr viel Leben. Aber Freunde, wir probieren es trotzdem, so viel Damage, wie es noch geht, zu machen. Nein, wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Macht sie fertig. Let's go. Das sind zwei Spieler in der Mitte. Die kämpfen gegeneinander. Komm, wir schießen drauf mit unserem Panzer. Oh mein Gott, er hat nicht mehr viel Leben. Er hat nicht mehr viel Leben. Ja, er wird besiegt. Los. Wir steigen aus. Angriff auf ihn. Friss meine Granate und bam. Komm schon. Let's go. Und da haben wir auch ihn erfolgreich besiegt. Sehr, sehr gute Arbeit, meine Soldaten. Oh, warte mal. Können wir jetzt mit seinem Jet einfach hier fliegen? Ich glaube, wir können ihn nicht klauen, oder? Das ist ja zu cool, oder? Warte mal, Stil. Oh mein Gott, was? Wir können ihn klauen? Warte mal. Können wir den jetzt echt klauen? Und wir sitzen in seinem Jet drin. Wie fliegt man das ganze Ding? Können wir damit überhaupt rückwärts? Oh, Entschuldigung, ich muss einmal hier rein. Klopf. Na, was geht ab? Hier ist ein Jet vor der Tür. Oh, jetzt. Okay. Wie steuert man das ganze Ding? Aha. Oh, wir müssen aber... Oh, Alter, wir müssen hier irgendwie... Wir brauchen eine kleine Bahn. Oh. Leute, ich glaube... Alles gut bei euch? Das hat nicht so gut funktioniert. Da ist der Jet wieder gelandet. Oh mein Gott. Was macht der da? Wie fliegt der Junge? Ich glaube, der kann das Ding auch nicht so gut steuern, muss ich sagen. Wow, wir stehen unter Beschuss. Männer, rennt. Wir werden angegriffen. Schnell. Wir müssen hier weg. Und oh mein Gott, da ist sogar ein Kampfschiff. Vielleicht können wir das probieren, irgendwie zu übernehmen. Schnell. Das Problem ist, unser Panzer wurde schon zerstört. Was? Von wo? Ich glaube, er hat das mit dem Jet erledigt oder irgendwie sowas. Als nächstes können wir uns sogar hier ein Boot oder sowas holen. Ein Battleship. Boah, schaut euch das Ganze mal, so ein riesengroßes Schiff. Ich würde sagen, komm, lass uns das Ganze mal Katsching auch hier komplett kaufen. Ein komplettes Kampfschiff, was wir jetzt auch hier gespawnt haben. Und oh mein Gott. Warte mal, können wir damit die Insel angreifen? Da sind wir unterwegs. Was geht mit dem ab? Ich glaube, da ist ein Flugzeug abgestürzt. Der war gerade sein Pilotenführerschein noch. Und wir, oh mein Gott, wir können so einzelne Schüsse abgeben. Und tschick, boom. Boah, okay, das ist aber ultra schwierig, damit zu treffen. Aber das ist jetzt hier unser Kampfschiff. Boah, vielleicht treffen wir, bam, einen Schuss. Boah, ganz knapp vorbei damit geschossen. Jetzt, er ist direkt vor uns. Wir können schießen. Was macht der? Er zerstört da alles und bam. Oh mein Gott, Volltreffer. Wir haben ihn getroffen und nochmal getroffen. Zack und bam. Oh mein Gott, wir müssen schnell nachladen. Wir müssen den Jet zerstören. Ey, es ist ultra schwierig. Und jawohl, wir haben ihn wieder erledigt. Was? Wir haben ihn mit unserem Kampfschiff tatsächlich erledigt, ey. Der war da drinnen und hatte keine Chance. Oh, da oben fliegt auch noch ein Jet. Schnell, wir laden hier unsere Waffen ab. Das sieht so krass aus hier. Unser komplett riesengroßes Kampfschiff hier. Vielleicht treffen wir ihn ja da oben. Und bam, wir attackieren ihn. Wir schießen mal. Bam, boah, das ist so hart. Okay, wir haben hier einen Hafen. Hier können wir ja probieren, mal zu parken. Let's go. Los. Ab geht es. Und wir greifen jetzt von hinten an. Oh mein Gott, das Schiff rettet sich weg an. Das Schiff ist eingestürzt. Was geht ab? Leute, schnell. Könnt ihr schwimmen? Habt ihr das See fertig gemacht? Wir sind untergegangen. Okay, alles gut. Okay, einfach leise sein. Wir müssen jetzt probieren, irgendwie in diese Base hier einzubrechen oder so. Nein, wir sind ins Elektrodraht gekommen. Oh mein Gott. Ah, warte mal, wir können uns aber hier theoretisch respawnen. Was soll das denn für ein Fail? So, jetzt ganz schnell. Da ist mir... Okay, Leute, wir sind wieder back am Start. Und wir fliegen jetzt hier mit einem... Wow, Fallschirm. Ja, okay, die haben keinen Fallschirm. Fliegen wir jetzt hier in die Base. Guck mal, wir können jetzt einfach hier landen auf dem Helikopterplatz. Ah, wir haben nur noch eine Waffe leider, aber naja, besser als nichts. So, wo ist er jetzt? Wir sind eingedrungen in die Base. Und Angriff, da ist der was, der Freund. Und ja, wir haben ihn erledigt. Leg dich nicht mit unserer Armee an. Ha, warte mal, wir haben jetzt die ganze Zeit so einen Fallschirm hier. Da kam er gerade aus seiner Base raus und hat wahrscheinlich den Schock seines Lebens bekommen. Und auch diese Militärbase haben wir jetzt hier erfolgreich eingenommen. Keiner hat eine Chance gegen uns. Ja, das Problem ist, ich glaube, mit dem Schiff können wir nicht mehr nach Hause fahren. Zum Schluss, Freunde, kaufen wir uns jetzt den besten Jet, den es gibt, so in unserem Tycoon. Ich würde sagen, wir schauen es an. Okay, wir können uns hier dieses Flugzeug, den Tauchbomber, freischalten. Ein B-17 oder hier einen Helikopter. Okay, ich würde sagen, wir schalten Helikopter frei. Das wird ganz schön teuer. Oh, ich hoffe, unser Geld wird ausreichen. Wir cashen richtig ab und da haben wir ihn, unseren eigenen Kampfhelikopter. Und damit fliegen wir jetzt hier in die Lüfte mit unseren Soldaten, mit unserer Soldatarmee. Und mal schauen, in welche Militärbase wir jetzt hier mit einbrechen können. Oh, schaut euch das Ganze mal. Wir können jetzt einfach richtig schnell hier durch die ganze Map hier rumfliegen. Und da können wir sogar von hier, glaube ich, können wir schießen?
Ich glaube nicht, aber da unten sind Feinde, Freunde. Wir landen ganz, ganz vorsichtig da unten. Okay, okay. Meine Soldaten, macht euch auf die Landung bereit. Sie fliegen weg. Er fliegt weg. Er fliegt weg vor uns. Er hat Angst. Oh, das auch wer? Du bleibst hier stehen. Du bleibst hier stehen. Da fliegen sie weg. Oh mein Gott. Was ein krasser Feind. Das Problem ist, wir können nicht schießen. Wir können nicht schießen. Oh, was? Aktivieren? Ich habe irgendwas aktiviert. Und yo, wir können jetzt einfach... Okay, wir können doch schießen. Oh, wir stehen unter Beschuss. Houston, wir stehen... unter Beschuss. Was geht hier ab? Was geht hier für ein krasser Feind ab? Okay, okay, okay. Das Problem ist, die sind zu zweit. Sie sind beide zu zweit. Wir müssen höher in die Lüfte. Wir müssen höher in die Lüfte. Wir fliegen höher in die Lüfte. Bam, bam. Wir fliegen nach ganz, ganz oben. Wir stehen unter Beschuss. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Sie sind zu zweit. Sie sind zu zweit. Wir stürzen ab. Wir stürzen ab. Schnell, schnell, schnell. Wir probieren irgendwie zu landen, bevor wir jetzt hier erledigt werden oder irgendwie sowas. Schnell. Landung. Okay, okay. Raus hier. Raus, Digga. Boah. Unser Helikopter. Es explodiert. Okay, wir leben noch. Wir leben noch. Wir leben noch. Alles gut. Alles gut. Sie sind irgendwo. Sie sind irgendwo da oben. Da oben sind sie. Schieß drauf. Okay, wir probieren ihren Hubschrauber oder ihren Jet, was auch immer sie haben, irgendwie da kaputt zu schießen. Da oben kommt doch runter, wenn ihr euch traut. Bam. Schieß drauf, meine Soldaten. Was? Wir haben ihn getroffen, glaube ich. Er ist abgestürzt. Habt ihr das gesehen? Volltreffer. Tja, legt euch nicht mit uns an. Bam. Oh mein Gott, wir haben ihn auch getroffen. Und der nächste auch. Alter, was ist das für eine krasse Waffe? Das ist so eine explosive Waffe oder irgendwie sowas. Ah, wir können unseren Helikopter sogar upgraden. Das bedeutet, zack, hier gehören uns ein Upgrade. Und wir gönnen uns noch ein Gunner-Upgrade. Können wir damit vielleicht schießen oder sowas? Und jo, jetzt sieht unser Helikopter so aus. Wir probieren mal in seiner Base zu landen. Oh mein Gott, da fährt einer. Da fährt einer mit dem Boot. Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance vielleicht, Freunde. Oh, er steigt aus. Das ist unsere Chance. Jo, der fährt einfach übers Wasser. Übers Land. Okay, wir steigen aus. Alle in Position, Männer. Wir sind in seiner Base. Und hier ist ein kleiner Hund. Warte mal, ein Haustier ist da. Na, kleiner Doggo, dir tun wir nichts an. Keine Sorge. Macht ihr uns keine Sorge. Wir lieben Hunde. Oh, da hinten ist wir abgestürzt. Schaffen wir es jetzt hier, oh, über diese Elektrodrähte zu springen. Und jetzt würde ich sagen, Angriff. Aussteigen sofort. Aussteigen. Wow. Was? Da drüben ist er. Da drüben ist er, Freunde. Ist er das? Let's go. Verfolgt ihn. Sehr, sehr gute Arbeit. Wie haben wir ihn besiegt? Er war einfach im Jet drinnen. Warte mal, hä? Fährt ihr am Land mit diesem Schlauchboot oder was? Schaut den euch mal an. Was? Der fährt hier einfach am Land mit dem Schlauchboot. Das kann ja wohl nicht sein. Freunde, schnell, schnell. Alle mal aussteigen. Alle mal aussteigen. Besiegt ihn. Der fährt einfach weg. Das fährt mir doch im Wasser. Der spinnt doch. Was geht hier? Was geht hier? Oh mein Gott, er fährt weg. Da ist der Wasser. Da fährt er ins Wasser. Schnell, schnell, schnell. Wir können es probieren, irgendwie zu zerstören oder sowas. Schieß drauf. Schieß drauf. Volle Attacke auf das Boot drauf. Und wir können sogar als nächstes hier die Insel für uns einnehmen. Oh ja, die Flagge wird geändert. Und da haben wir sie, Freunde. Let's go. Wir haben die Insel erfolgreich eingenommen. Ja, voll. Sie gehört jetzt uns. Die Deutschlandinsel. Ah, unsere Piloten sitzen schon drin. Warte mal, könnt ihr eigentlich auch fliegen? Nee, ja. Okay, schade. Das bedeutet, alle mal raussteigen. Wieder alle mal rein mit euch. Die Insel wurde erfolgreich eingenommen. Wir fliegen weiter. Chef, ihr habt mich vergessen. Hä? Wir haben doch irgendeinen Soldat vergessen. Alles klar. Ich sammle dich ein. Die Militärbase der USA. Hier werden wir auch nochmal hier eindringen. Let's go. Wir landen ganz, ganz schnell. Oh, sein Bunker ist offen. Sehr, sehr gut. Da würde ich sagen, schnell, schnell. Wir stürmen jetzt seinen Bunker. Wir haben das Schild aktiviert und stürmen. Das ist ein Überfall. Das ist... Oh, ein Überfall. Wir sind voll... Oh, oh, was geht denn jetzt ab? Wir sind voll in seine Laser gelaufen. Schnell, schnell, schnell. Wir beleben uns wieder. Wir haben zwar keine Rüstung und sowas, aber... Oh mein Gott, wir werden unser Bestes geben. Wir sind wieder da. Oh mein Gott, was ist mit dem los? Okay, unser Helikopter wird angegriffen. Da ist der, Freunde. Wir springen von oben runter und... Bam! Let's go! Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Und jetzt nicht sie weg hier. Wir sind von oben gekommen und haben jetzt auch seinen Bunker hier gestürmt. Können wir das Ganze deaktivieren, die Laser? Nee. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es gewesen sein mit dem heutigen Militär-Tycoon. Wir haben es jetzt wirklich geschafft, die beste Armee der ganzen Welt für uns freizuschalten. Wir haben wirklich Panzer freigeschaltet, einen richtig krassen Helikopter und sogar ein Kampfschiff. Und habe den Kampf gegen jede einzelne Armee gewinnen können. Und da würde ich auch sagen, Freunde, das ist mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.